heute so viele Men and Green Punkte gesammelt. Ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gekommen. Das bin ich auch. Ich habe so wenig Wasser verbraucht, habe fast gar nicht das Licht angehabt. Okay. Und ich habe so viel Müll gesammelt, noch auf dem Weg. Aber warum isst du da einen Rindersalam? Wieso? Die Rinder bekommen ihr Futter aus dem Regenwald. Kühe werden nicht nur mit Gras gefüttert, sondern auch mit Soja. Der Anbau von Sojapflanzen verläuft nicht nachhaltig. Riesige Flächen werden für den Anbau abgeholzt. Zudem sind die Transportwege sehr lang, da Soja per Schiff aus Südamerika zu uns transportiert wird. Ein weiterer Punkt ist der Methanausstoß der Kühe. Methan ist ein Gas, das Kühe auspupsen. Methan ist ein sogenanntes Treibhausgas, das den Klimawandel antreibt. Zudem werden Rinder in nicht artgerechten Ställen gehalten. Deshalb esse ich Hähnchen. Unsere Hühner verursachen Krankheit und Armut in Afrika. Warum das? Wir Deutschen essen gerne Fleisch, doch wir sind wählerisch. Bei uns landet nur Brust, Keule oder Flügel des Huhns auf dem Teller. Was passiert mit dem Rest? Diese gelangen mit Schiffen nach Afrika. Jährlich werden 90.000 Tonnen Hühnchenreste nach Ghana transportiert. Doch was hat das mit Krankheiten zu tun? Während des Transportweges kann die Kühlkette unterbrochen werden, wodurch sich Keime im Fleisch bilden können. Diese lösen Krankheiten aus, an denen die Menschen in Afrika erkranken. 85% der Hühnchen auf einem afrikanischen Markt sind nicht mehr zu Verzehr zu gebrauchen. In Ghana bekommt man 1 Kilo Hühnchen für 1,50 Euro. Im Vergleich zahlt man in Deutschland 10,99 Euro für 1 Kilo. Da die Hühnchenreste aus Europa in Afrika viel günstiger angeboten werden als einheimische Hühner, geht der lokale Markt kaputt. Bauern werden arbeitslos und müssen in Armut leben. Schade. Aber gut, dass man das jetzt auch mal weiß. Besser esse ich vegetarisch. In deinem Sandwich sind Tomaten. Diese Tomate kommt aus Spanien. Bei uns können wir nur kurze Zeit im Jahr ernten. Wenn wir im restlichen Jahr Tomaten essen wollen, müssen wir diese aus anderen Ländern importieren oder in beheizten Gewächshäusern züchten. Damit die Tomaten auf der langen Fahrt von Spanien nach Deutschland nicht schlecht werden, benötigen sie teure und umweltschädliche Kühlung. Für 1 Kilogramm Tomaten sind es etwa 600 Gramm CO2, in etwa so viel wie 4 Kilometer Autofahrt. Aber auch regionale Tomaten sind klimaschädlich, wenn sie nicht zur richtigen Saison angebaut werden. Durch die Beheizung der Gewächshäuser entstehen sogar über 9300 Gramm CO2 pro Kilogramm Tomate. So viel wie etwa 60 Kilometer mit dem Auto fahren. Heißt das, dass man gar keine Tomaten mehr essen darf? Nein. Wenn man Tomaten nur zur richtigen Saison im Spätsommer und aus der Region kauft, produziert das nur 35 Gramm CO2 pro Kilogramm Tomaten. Das ist weitaus weniger als überhaupt das Starten des Motors. Was kann man denn dann noch essen? Vielleicht Lebensmittel, die aus der Region kommen, also keine langen Transportwege brauchen? Ja, vielleicht auch irgendwie Futter, darauf achten, dass das Futter gut angebaut ist und dass man nicht so viel Lebensmittel wegschmeißt. Ja, stimmt. Und man sollte darauf achten, dass man saisonbedingt einkauft. Zum Beispiel nicht Erdbeeren im Winter. Und meine Tomaten werde ich wohl in Zukunft selber anpflanzen. Was haltet ihr sonst davon, wenn wir heute zu mir in den Garten gehen und dort Tomaten anpflanzen? Ja, dann können wir auch ein Gewächshaus machen. Ja. Okay, wollen wir uns dann gleich heute Nacht verabschieden? Ja. Doch, gut. Gute Idee.